Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Road to Glory Folge. Heute gibt es mal ein richtig dickes Pack Opening für euch. Ich wollte heute eigentlich die ganzen Packs von der Prime SPC von Viera plus von der Prime SPC von Schmeichel zusammen mit meinen Weekend League Belohnungen ziehen. Doch die Weekend League Belohnungen haben sich ein bisschen verschoben. Die werden trotzdem in diesem Video noch von mir gezogen, allerdings jetzt nicht in einem Rutsch. Ich nehme das Video jetzt um 18 Uhr donnerstags auf und ja, da kam gerade die Meldung, dass die ganzen Rewards ein bisschen später zur Verfügung stehen, und zwar um 2 Uhr nachts. Zu deutscher Zeit wäre das um 3 Uhr nachts, deswegen werde ich die erst morgen öffnen. Allerdings in dem Video, wie gesagt, trotzdem alle Packs für euch am Start, und da hoffen wir natürlich nochmal richtig dick Coins machen zu können, denn wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, haben wir uns ja wie gesagt den Viera geholt und so weiter und so fort, und unser Team wird sich nochmal um einiges verändern, deswegen müssen wir heute auf jeden Fall gut Coins machen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in die Packs, da haben wir nämlich auch richtig geile am Start, und da sind die Packs 19 Stück. Und danach gibt es dann noch meine Weekend League Belohnung, aber wie ihr mitbekommen habt, Gold 2 war es am Wochenende. Sage ich jetzt einfach mal gar nichts mehr dazu, von dem her werden die Packs wahrscheinlich nicht ganz so geil sein. Wir bekommen aber dann trotzdem noch, ich glaube, 45.000 Münzen, zwei 55k Packs und ein 25k Pack, also so schlecht sind die Rewards natürlich auch nicht. Hier können wir natürlich die Silberspieler auch immer gerne mitnehmen, Verträge sind immer gut, Heilung ist immer gut, Training brauchen wir nicht, wobei die Trainingskarten kann man, glaube ich, sogar recht teuer verkaufen, bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ist eigentlich auch ein cooles Trikot, da hätten wir auch alles dem Verein hinzufügen können, aber was soll's. Wir haben heute auf jeden Fall 300k Packs am Start, ein 50k Pack, zwei 45k Packs, ein 55k Pack. Richtig geile Packs haben wir aus der Viera SBC bekommen, also das lohnt sich schon ganz nice eigentlich, das zu machen. Also es lohnt sich jetzt nicht so an sich, eine Icon SBC nur wegen den Packs zu machen, aber jetzt zum Beispiel der Schmeichel, den habe ich ja gemacht, um den dann als günstige Icon abzugeben für Viera, und dann bekommt man zusätzlich noch Packs, also das ist schon echt eine ganz geile Sache. Das Pack war natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei, aber die Hoffnung liegt natürlich in den 100k Packs, und die Once to Watch Karten sind aktuell auch noch in den Packs. Da hoffe ich auf jeden Fall, da was Gutes zu ziehen. Öffnen wir erstmal das seltene Verbrauchsobjekte-Set. Auch sehr, sehr gut. Kann man auch immer gut gebrauchen. Sogar 4000 Münzen sind drin. Sehr schön. Das brauchen wir absolut gar nicht. Kostet, glaube ich, auch nichts. Und dann kommen wir zu den 15k Packs. Ich bin wirklich gespannt, ob wir heute mal ein bisschen Packluck haben. Zumindest ein bisschen was wäre schon ganz nice. Wir ziehen direkt mal ein Brett. Das wird ein Franzose, das wird ein ZDM, das wird leider nicht Kanté, es wird der gute alte Steven Nzonzi. Ja, das ist schade, der hatte in FIFA 17 eine richtig geile Tots-Karte. Wagner ist auch noch drin. Boah, sieht doch ganz in Ordnung aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was habt ihr so in euren Rewards gezogen. Würde mich natürlich auch wie immer interessieren. Habt ihr ein paar coole Once-to-Watch-Karten gezogen oder war was anderes Gutes drin? Dann geht es weiter mit dem nächsten 15k Pack. Das wird dieses Mal kein Schlitz, aber aus den 15k Packs erwarte ich eigentlich auch nicht mehr so krass viel. Ein Hunter haben wir da sogar auch noch drin, das ist immer gut. Die benutze ich auch sehr, sehr gerne, wie ihr wisst. Ich benutze ja nur Hunter und Shadow. Hunter and Shadow. Ja, da schreiben mir auch immer viele Leute, warum benutzt du nicht das und das? Wie gesagt, ich benutze nur Hunter und Shadow. Fragt einfach nicht warum. Es ist einfach, keine Ahnung, egal, ich kann es nicht erklären, muss einfach so sein. Es gibt auch ziemlich viele E-Sportler, die das so machen, und für mich hat es auch immer richtig gut funktioniert, deswegen weiterhin bei mir Hunter und Shadow am Start. Das sind auch nicht umsonst die teuersten Chemistry Styles, würde ich mal sagen. Nächstes Pack, natürlich auch kein Schlitz wieder im 15k Pack. Hat mich schon gewundert, dass wir überhaupt einen Schlitz hatten im ersten 15k Pack. Die 15k Packs sind echt die neuen 7,5er. Man zieht einfach absolut gar nichts. Aber ein paar Münzen sind auch drin. Und insgesamt bin ich dann auf jeden Fall mal gespannt, wie viele Münzen wir machen werden. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Jetzt haben wir zwei 25k Packs, zwei 35k Packs, 50, 100, 55, 45. 40.
Das ist noch ein 25er und eins der schlechteren, würde ich sagen. Dann ziehen wir das noch und dann kommen eigentlich nur noch heftige Packs. Let's go. Wir ziehen aber auch hier einen 83 Plus Spieler und zwar wieder einen Franzosen, wieder einen ZTM. Ja, und diesmal ist es auch nicht Kanté. Es wird Schneiderle. Gibt's nicht, ey. Lass uns doch einmal Glück haben. Aber was soll's, ist auch in Ordnung. Solche Spieler bringen dann meistens auch mehr Coins ein, als man denkt. Das ist richtig nice, dass man darf eigentlich nie was abstoßen. Komm schon. 25k-Pack, das ist eine Once-to-Watch-Karte. Let's go! Und das wird ein Spanier, das wird Deulofeu. Das ist auch okay. Ist okay. Und das Trikot, das gefällt mir so gut. Das habe ich aus dem Knockout-Turnier geholt, was man diese Woche spielen konnte. Sieht richtig geil aus, meiner Meinung nach. Ich habe richtig Bock, in der Weekend League mit dem Trikot zu rasieren. Und das Geile ist halt, dass die Once-to-Watch-Karten direkt mal so 40.000, 50.000 Münzen wert sind. Das ist halt überragend. Von dem her machen wir da richtig Cash. Und zwar, ja, so 40.000 bis 45.000 Münzen. Ja, okay, so 40.000. Aber ist richtig nice. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Und das war ja noch lange nicht sozusagen das beste Pack, was wir ziehen können. Also hier ist noch einiges möglich. Eine Once-to-Watch-Karte haben wir schon am Start. Hier ist natürlich wieder nichts drin. Aber ist okay. Ich bin schon eigentlich ganz zufrieden. Und in den 100k-Packs, da muss doch heute mal was drin sein, Jungs. Da muss doch mal heute was drin sein. Komm schon, EA. Wir machen weiter mit den beiden 35k-Packs. Die sind im Normalfall eigentlich auch immer ganz nice. Auch hier ziehen wir ein Brett, ein Schlitz, wie auch immer man das Ganze nennen mag. Bitte gib mir Sokrates, es wird Manolas 84, ist auch in Ordnung. Ich bin schon froh, wenn es ein Brett ist, weil 83 plus Spieler momentan echt viel wert sind. Wir haben sogar noch eine 84er Karte drin, das bringt uns auch nochmal gut Coins. Das Zeug können wir auch immer gut gebrauchen und Benaglio können wir auch mal auf die Transferliste setzen. Und so langsam, ja, wird's ernst. Denn so langsam kommen wir zu den geilen Packs. Und das bestimmt dann auch so ein bisschen, ob sich die Vieira SBC ja, so einigermaßen gelohnt hat. Wir ziehen Ederson hier. Wäre halt geil, wenn wir von der Vieira SBC noch einige Coins zurückbekommen. Weil die hat ja schon ordentlich was gekostet. Dadurch, dass wir rote Karten und so weiter abgegeben haben, dann aber auch eigentlich gar nicht mal so viel. Falls ihr das Video verpasst habt, schaut euch das gerne nochmal an. Und hier bekommen wir sogar nochmal ein Vertragsset. Relativ unnötig das Ganze. Ich glaube, in Verträgen schwimmen wir so langsam. Aber ja, ist okay. Nehme ich natürlich auch gerne mit. Sind sogar 4 Goldverträge, kann es sein. Perfekt. Das ist eigentlich echt nicht schlecht. Okay, das ist das 50k-Pack, 300k-Packs. Dann kommen wir jetzt zu den beiden 45k-Packs. Die sind eigentlich auch nie schlecht gewesen. Alles klar, so viel dazu. Erstes ist schon mal Mist, dann hoffen wir mal, dass das zweite gut ist. Allen ist drin, ansonsten nichts Nennenswertes, denke ich. Zweites 45k-Pack, komm schon. Wir haben eine Once-to-Watch-Karte, wir wollen eine zweite. Das wird allerdings ein normaler Spieler. Das wird Keita. Erkennt man natürlich sofort an der Flagge. Mit einer 83 ist in Ordnung. Ich wollte einen Schlitz, den habe ich bekommen. Jetzt kommen wir zu den wirklich guten Packs. Mit Drogbu würde ich jetzt mal abstoßen, weil es kann gut sein, dass wir ein paar bessere Spieler noch für die Transferliste bekommen. Wir starten rein mit dem ja, seltenen Megaset. Davon bekommen wir später dann nochmal zwei und nochmal ein 25k-Pack. Ja, ist ein Schlitz. Komm schon, das wird ein Spanier, das wird ein ZOM, das wird David Silva mit einer 89, let's go, sehr, sehr schön, mit einer 89, mit einer 87 natürlich, sehr, sehr geil, ein Walkout im 55k-Pack läuft doch richtig gut und ein Inform ist auch noch am Start, holy moly, Packluck ist da, kostet ca. 13.000, also eher so Abstoß. Was kostet denn der gute Silber noch? Circa 25.000 Münzen. Hammergeil. Der gute alte Mario Gomez ist auch noch am Start. Ja, die seltenen 55k-Packs, beziehungsweise die seltenen Megasets, die sind schon echt ordentlich. Und jetzt kommen wir zu den Krachern. 300k-Packs, ein 50k-Pack, Abfahrt. 50k-Pack, ich sag kein Schlitz.
Ja, okay, doch, es ist ein und es wird wieder eine Once-to-Watch-Karte. Komm schon. Spanien wieder, Innenverteidiger Inigo Martinez. Wieder keine gute Once-to-Watch-Karte, aber ist mir egal, Hauptsache Once-to-Watch. Sehr, sehr geil. Sauber, geht doch. Heute ist Packluck gut am Start, würde ich sagen. Ist jetzt natürlich auch nicht überragend, was ich jetzt hier, aber ich bin mehr als zufrieden damit. 283er haben wir auch noch drin. Das bringt uns nochmal richtig gut Coins. Wir brauchen nämlich noch so circa 200.000 oder so. Für einen Spieler, den ich mir noch holen will, dann ist die Mannschaft erstmal richtig gut aufgestellt fürs Wochenende. Da sollte auf jeden Fall viel mehr drin sein als in der letzten. Und dann kommen wir jetzt zu den 100k-Packs. Es wäre so typisch, wären die drei 100k-Packs jetzt schlechter als alles andere, was wir davor gezogen haben. Let's go, erstes 100k-Pack. Schlitz zumindest, keine Once-to-Watch-Karte, kein Inform. Oh, nee. Ja, das ist direkt mal nur Martic. Und das ist halt direkt mal nicht ganz so geil für ein 100k-Pack. Rulli haben wir noch drin, Sturridge, Stones, ja. Das ist wirklich nicht so gut. Sogar gar kein Duplikat. Nehme ich natürlich auch mit. Ist okay. Aber das war schon mal schlecht. Wir ziehen das zweite 100k-Pack. Komm schon, bitte. Once to watch. Dritter Once to watch. Geht doch. Holland. Innenverteidiger. Das wird Van Dijk. Holy shit. Oh mein Gott. Wie viel kostet der? Muss ich direkt mal in Football nachschauen. Das ist halt eine überragende Karte. Alter, was ziehen wir heute für Packs? Der kostet 75.000 Münzen. Alter, wir machen richtig gut Coins. Überragend. Kann da noch was drin sein? Kann da noch was drin sein? Kann da noch ein Walkout drin sein? Oh mein Gott, als ob da noch David... Was laber ich? David... Als ob da noch Thiago Silva drin ist, der auch nochmal 40.000 kostet. Easy über 120.000 Coins mit dem Pack gemacht. Was zur Hölle, was ist heute los? Richtig, richtig stark. So macht es natürlich schon mal ein bisschen mehr Spaß, Packs zu ziehen. Immer wieder gerne, EA. Bin auf jeden Fall auch noch auf meine Gold 2 Rewards gespannt. Wäre so lustig, wären die besser als die letzten Elite Rewards. Aber da gehe ich eigentlich nicht davon aus. Und dann ziehen wir das letzte 100k-Pack. Komm, gib uns noch meine Once-to-Watch-Karte. Gib uns irgendwas halbwegs Gutes. Wieder Once-to-Watch. Vierte Once-to-Watch-Karte. Was geht hier ab? Wieder? Nein, oh Mann, ich dachte wieder, Van Dijk, das wird zu krass. Ah, das wird leider nur Locadia. Der ist nicht ganz so stark, aber der kostet halt auch wieder 40.000. Das ist richtig geil, das ist richtig geil. Was ist noch drin? Noch ein Inform, noch ein Walkout. Alles klar, ich ziehe in meinen Weekend League 100k-Packs einfach nie was. Und die SBC 100k-Packs sind einfach mal überragend. Was geht ab, Alter? Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Coins uns das jetzt hier bringt. Aber das sollte eigentlich... Oha, Fabinho ist auch noch dabei. Sollte uns eigentlich so über 200.000 Münzen bringen. Da bin ich mir relativ sicher, wenn nicht noch mehr. Könnte gut sein, dass ich bis zu den Gold 2 Rewards jetzt alles verkaufe und wir uns dann gleich wieder sehen. Macht bis dahin gut. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Es ist Freitag und damit willkommen zu den Weekend League Belohnungen. Und wie ihr in meinem Kontostand seht, bin mir nicht mehr ganz sicher, mit wie viel Münzen wir reingestartet sind, aber ich glaube, ich hatte so gut wie gar nichts. Und jetzt sind wir bei 390.000 Münzen und ich habe mir noch einen Spieler für 160.000 Münzen geholt. Übrigens, lasst euch nicht von meinem Aussehen beirren. Ich habe gerade geduscht. Das soll aber jetzt auch nicht das Thema sein. Wie gesagt, wir haben mit den Packs ca. 550.000 Münzen gemacht. Das bedeutet, dass wir Viera für ca. 1,2 bis 1,3 Millionen Münzen abgeschlossen haben, obwohl bei Footbin 2,5 Millionen steht. Das ist richtig, richtig geil. Hätte ich niemals gedacht, dass wir den so günstig machen können. Das ist natürlich überragend. Die ganzen Monster-Watch-Karten sind mega teuer weggegangen. Die Informs, die Walkouts, die ganzen 84er und 83er sind momentan auch richtig viel wert. Von dem her haben wir da richtig gut Coins gemacht. Und jetzt kommen wir noch zu den Weekend-League-Belohnungen, die diese Woche ausnahmsweise richtig schlecht sind. Wie gesagt, Gold 2, aber... Bei der nächsten Weekend League soll es dann wieder laufen, da bin ich mir ganz sicher. Und dann starten wir rein. Bin ich mal wirklich gespannt, ob die Packs annähernd an die rankommen von gestern. Starten wir einfach mal rein in die Gold 2 Rewards mit dem 25k Pack.
direkt mal kein Schlitz. Alles klar. Das wird ein polnischer Spieler. Das wird Czechny. Packen wir direkt mal auf die Transferliste. Verträge, Fitnesskarten können wir immer gebrauchen. Rest können wir abstoßen. Und dann kommen wir zu den dicken Packs, die beiden 55k-Packs. Starten wir rein mit dem ersten. Let's go. Alles klar, das gibt's doch nicht, dass wir jetzt wieder nur Grütze ziehen, ey. Die Weekend-League-Belohnungen sind einfach immer scheiße. Ich weiß nicht, ob EA da das Pack-Rating irgendwie runterschraubt, aber irgendwie ziehe ich da nie was Gutes. Das ist unfassbar. SBC-Packs sind einfach immer OP und Weekend-League-Belohnungen sind immer grottenschlecht. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Zieh mir noch das letzte 55k-Pack, wenn da auch kein Schlitz drin ist, dann wäre das schon irgendwie krass lächerlich. Es ist einer am Start. Es ist kein Once to Watch oder so. Es ist ein Franzose. Es ist Ribéry mit einer 86. Okay, das geht dann auf jeden Fall auch nochmal klar. Ist mittlerweile auch kein Walkout mehr. Irgendwie sind jetzt 86er auch schon keine Walkouts mehr. Oder waren die es schon vorher nicht? Ich weiß es nicht. Aber ist kein Walkout. Aber ist nochmal ein guter Spieler. Der bringt wenigstens ein paar Coins ein. Ein 83er haben wir auch noch am Start. Damit kann ich leben. Kommen die noch auf die Transferliste? Perfekt. Ja, die können wir mal in den Verein machen und den Rest auch. Und dann würde ich sagen, war es das von dem Video. Ich bin gespannt, wie viele Münzen wir am Ende insgesamt gemacht haben. Aber die Gold 2 Rewards sollten uns jetzt nicht allzu viel eingebracht haben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's bis dann gut, haut rein und ciao.